Einen wunderschönen ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es mal ein kurzes technisches Video und zwar geht es um das Thema Windows 11 GPU-Auslastung auf 100%, obwohl keine Anwendung, kein Spiel, kein irgendwas läuft. Wir haben lange nach der Lösung gesucht, aber es sind tatsächlich nur ein paar Klicks und vielleicht kann ich dem ein oder anderen von euch jetzt auch helfen. Wenn ihr im Task Manager schaut und eure Grafikkartenauslastung am Desktop Fenster Manager liegt, wenn der anzeigt, dass die Grafikkarte 100% Auslastung hat, dann kann ich euch helfen, das Problem schnellstmöglich zu lösen. Natürlich müsst ihr im Voraus noch schauen, dass eure ganzen Grafikkartentreiber aktuell sind und wenn ihr das habt, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Schritt. So, und zwar geht ihr am Desktop auf Rechtsklick, weitere Optionen anzeigen, Anzeigeeinstellungen. Dann kommt ihr links zu dem Reiter System. Dort klickt ihr auf den Reiter Bildschirm. Ein bisschen weiter unten findet ihr dann noch bei Verwandte Einstellungen den Reiter Grafik. Und dann findet ihr ganz oben Standard Grafikeinstellungen ändern. Dort klickt ihr drauf. Und dann gibt es diesen Reiter hier ganz oben, Hardware beschleunigte GPU Planung. Der ist in der Regel auf 1. Wenn ihr den auf Aus schaltet und den PC neu startet, so wie es hier steht, dann sollte das euer Problem gelöst haben. Sind nur 2-3 Klicks, aber es bewirkt Wunder. Wenn es euch was gebracht hat, schreibt es gerne in die Kommentare oder lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Vielleicht sieht man sich ja das ein oder andere Mal auf Twitch im Livestream. Geht immer sehr lustig und chaotisch bei uns zu. Ich würde mich freuen. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben.